Büttel und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Gesprächsreihe zur Gesundheitspolitik und heute lautet das Thema Krankenhäuser in der Krise? Fragezeichen. Und wir haben eingeladen Herrn Wolf Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser des GKV-Spitzenverbandes und Herrn Rüdiger Strehl, Generalsekretär des Verbandes der Universitätskliniker Deutschlands, der also den Interessenverband aller 32 Universitätskliniker vertritt. Diese Fragestellung, die wir heute Abend aufgeworfen haben, ist hochrelevant. Es zieht sich durch alle Medien, dass eben die Krankenhäuser sich der öffentlichen Debatte stellen müssen. Und die Zeit hat im September das unter den plakativen Überschrift gestellt, Geld oder Leben. Die Frage ist eben, ob eben Krankenhäuser angesichts der eingeführten Fallpauschale sehr betriebswirtschaftlich arbeiten oder man kann es auch unter dem Titel Operation Rendite stellen oder ob sie tatsächlich das Leben der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen haben sogar verschiedene Menschen, die in der Gesundheitspolitik unterwegs sind und Gesundheitsberufe ausüben, ein Manifest für eine menschliche Medizin veröffentlicht. Und vor diesem Hintergrund steht diese Debatte. Und ich möchte die Herren, heute sind es nur Herren, aufs Podium bitten und Herrn Andreas Brandhorst, der ist Referent der Grünen Bundestagsfraktion für Gesundheitspolitik, wird die Veranstaltung dann moderieren. Ja, guten Abend. Am Samstag gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel mit der Überschrift Totgespart. In dem Artikel wurde berichtet über die Personalsituation an der hiesigen Charité. Und dort wurde beschrieben, dass in den letzten Jahren an der Charité rund 600 Stellen abgebaut wurden und gleichzeitig die Zahl der Patienten gestiegen ist. Und für den Autor führte das zu der These, dass solche Vorfälle wie die Infektionen von Frühgeborenen, die jüngst bekannt geworden sind, dass solche Vorfälle kein Zufall sind, sondern etwas damit zu tun haben. Und dass sich diese Situation auch nicht nur auf Berlin beschränken würde, sondern dass die, wie er schrieb, die Charité überall sei. Das weist so ein bisschen in die Richtung, Peter Seldin hat es eben schon erwähnt, sozusagen in vielen anderen Artikeln und Beiträgen aus den letzten Jahren, dass die Krankenhäuser ums Überleben kämpfen würden. Und zwar nicht nur um das Überleben ihrer Patienten, sondern auch um ihr eigenes. Situationsanalyse, der die Krankenkassen, wenn ich das richtig verfolgt habe, deutlich widersprechen. Dort war etwa in einer Pressemitteilung des Spitzenverbandes der Krankenversicherung die Rede davon, dass das sozusagen auf hohem Niveau gejammert würde und dass die Krankenkassen in diesem Jahr oder im letzten Jahr mit über 60 Milliarden Euro den höchsten Betrag an die Krankenhäuser gezahlt haben, den sie jemals entrichtet hätten. Das heißt, und außerdem, es gäbe zu viele Kliniken und an den Kliniken würden vielfach auch Leistungen erbracht, die medizinisch nicht notwendig wären. Das heißt also sehr auseinanderlaufende Situationsanalysen. Und wir haben deshalb eben die beiden Herren hier eingeladen, die selber ja auch Akteure, wichtige Akteure in dieser Auseinandersetzung sind. Was den Ablauf des heutigen Abends angeht, wird es so sein, dass zuerst Herr Strehl, dann Herr Dr. Leber jeweils ein kurzes Statement abgeben, wie sich die Situation aus ihrer Sicht darstellt. Dass wir danach hier oben auf dem Podium ein Podiumsgespräch machen, das ich versuchen werde zu moderieren. Und dass wir danach dann einfach die Diskussion öffnen, damit Sie Ihre Beiträge und Fragen stellen können. Ja, soweit. Herr Strehl. Soll ich das Mikrofon benutzen? Ja, gut. Ja, schönen Dank. Es gibt ja
noch Leute, die bekannt auch sind für ihre drastische Ausdrucksweise, die das noch pointierter formulieren. Heute im Berliner Kurier Heiner Geißler, ich zitiere mal, bedingt vorsätzliche und fahrlässige Kriminelle im Krankenhaus oder selbst Opfer eines kapitalistischen Systems, das Krankenhäuser mit Baumärkten verwechselt. Es wird Zeit, dass sich die deutsche Justiz mit diesen Zuständen im deutschen Krankenhauswesen beschäftigt. Also, wenn man sich, so wie ich, mehr als 30 Jahre mit Krankenhäusern im Allgemeinen und Hochleistungskrankenhäusern im Bereich der Universitätsmedizin im Besonderen beschäftigt, dann gibt es verschiedene Herangehensweisen, die aber am Ende immer aufeinander einwirken. Man kann das so machen, wie es im Mittelpunkt zum Teil der Regierungserklärungen von Grün-Rot und Rot-Grün in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen steht, es aus der Sicht der Patienten und Mitarbeiter thematisieren. Wenn man diese Frage aufnimmt, sind Krankenhäuser bei uns wirtschaftlich gesund? Wird dort das Richtige gemacht oder zu viel des Falschen? Wie stellt sich das wirtschaftlich dar? Dann muss man sich mit diesem System etwas beschäftigen. Und unsere Krankenhäuser sind durch 4, 5, 6 Merkmale gekennzeichnet. Und die Situation der Krankenhäuser ist nicht überall die gleiche. Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus und regionale Krankenhausstruktur ist nicht gleich mit einer anderen in einer anderen Region. Das Erste, was man feststellen muss, ist, wir haben in der Gesundheitspolitik ein Diktum, wonach die Kassen nur das ausgeben dürfen, was von den Beitragszahlern reinkommt. Und das bedeutet, die Budgets, die Entgelte für die Krankenhäuser dürfen nur in diesem Rahmen fortgeschrieben werden, obwohl das in der Praxis nicht so hinhaut. Herr Leber und ich kennen das sehr genau, wie Krankenhäuser über diesen Budgetdeckel hinaus ihre Einnahmen entwickeln und steigern. Aber grundsätzlich muss man sagen, für die Deutsche Bundesbahn gilt jedes Jahr zum ersten Advent Preiserhöhung. Warum Preiserhöhung? Erstens, man hat 3-4% Tarifabschlüsse gemacht für das Personal. Um das werden die Personalkosten höher. Man hat steigende Energiekosten. Im Krankenhaus kann man noch sagen, insbesondere innovative Pharmaka steigen oft in den Preisen um 10, 20, 30% innerhalb kurzer Zeit. Wenn man sich das anguckt und vergleicht mit den Einnahmen, die die Krankenkassen haben, die um 2%, 2,5% steigen, dann tut sich dort eine Schere auf. Und diese Schere ist vielleicht mal 1-2 Jahre oder mit besonderen Mechanismen auszugleichen, aber nicht nachhaltig und dauerhaft. Also meine erste These ist, es gibt kein ökonomisches Modell im deutschen Gesundheitswesen für ein Krankenhaus in der Peripherie in Brandenburg, in der Lüneburger Heide oder auch in einer kleinen Stadt, was einen Versorgungsauftrag hat, was keine wachsenden Patientenzahlen hat, aber das mit dieser Schere fertig werden muss. Steigende Personalkosten, steigende Pharmakosten, steigende Energiekosten und gleichzeitig maximal 2 oder 2,5% Fortschreibung bei den Einnahmen. So passiert es, dass wenn man gewisse Wirtschaftlichkeitsreserven ausgereizt hat, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, diese Steigerungen auszugleichen und man gerät in die roten Zahlen. Das zweite zentrale Problem für die Krankenhäuser ist, anders als wenn ich hier ein Glas Wasser von Bad Liebenwerder trinke, dann hat die Böll-Stiftung mit dem Preis von 1,50 Euro für diese Flasche sowohl die laufenden Kosten der Wasserherstellung wie die Investitionen und die Abschreibungen bezahlt. Im Krankenhaus ist es so, dass diese Investitionen und die dafür erforderlichen Abschreibungen getrennt finanziert werden aus öffentlichen Länderhaushalten. Und diese Länderhaushalte sind schon seit zig Jahren nicht mehr in der Lage, die Investitionsbedürfnisse einer modernen Medizin auszugleichen. Zahlen. Wir hatten vor 20 Jahren ungefähr 4,8 Milliarden Investitionsmittel für die gut 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Wir haben heute noch 2,4 Milliarden.
Das liegt nicht daran, dass wir jetzt inzwischen überall moderne Krankenhauspaläste stehen haben, sondern das liegt daran, dass infolge der Wirtschaftskrise, der Einheit Deutschlands und dergleichen die Länderhaushalte nicht in der Lage sind, diese Investitionen, die nötig sind, zu finanzieren. Was wir heute haben, sind ungefähr 4% vom Umsatz. Was in der Industrie üblich ist, sind 18-19% vom Umsatz, Abschreibungsquote oder Investitionsquote. Wenn man mal davon ausgeht, dass Krankenhäuser sehr personalintensiv sind und keine Fabrikstraßen, dann würde ich mal veranschlagen, dass etwa bei 10-12% der echte, eher bescheidene Investitionsbedarf liegt. Da können die Kassen nicht für. Das ist ein Problem der öffentlichen Hände. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Lösungen. Die erste Lösung wäre, diese fehlenden Investitionen werden ausgeglichen durch höhere Zuweisungen, also statt 2,4 vielleicht 3,5 Milliarden Euro. Jeder, der die Länderhaushalte kennt, der weiß, dass mit der Föderalismusreform 2 noch weniger Geld in den Länderhaushalten ab 2020 sein wird, der weiß, das kann so nicht funktionieren. Alternative Monistik. So wie bei Bad Liebenwerda. Die Kassen zahlen nicht nur die laufenden Kosten für den Betrieb eines Krankenhauses, sondern auch die Abschreibungen. Um Ihnen das mal zu verdeutlichen, wir haben derzeit 2,4 Milliarden. Man müsste wahrscheinlich etwa 1,5 Milliarden mehr aufwenden, vielleicht 2 Milliarden bezogen auf den Gesundheitsfonds mit gut 180 Milliarden sind eine Summe, die eigentlich nicht besonders ins Gewicht fällt. Die vor allen Dingen dann nicht ins Gewicht fallen würde. Ich komme damit neben der Schere und den Investitionen zu meiner dritten Leitthese. Wenn wir uns den Überhang an Krankenhäusern in Deutschland nicht leisten würden. Wir haben in Deutschland, obwohl die Verweildauer zurückgegangen sind, auch die Behandlungstage, ungefähr 18 Millionen Fälle. Für diese 18 Millionen Fälle brauchen wir keine 2100 Krankenhäuser. Vergleicht man das mit anderen Zivilgesellschaften im westeuropäischen Ausland oder in den USA, dann würde ich mal meinen, man könnte diese 18 Millionen Fälle mühelos auch in 300-400 Krankenhäusern weniger von diesen 2100 behandeln. Hätte man diese Krankenhäuser weniger, hätte man weniger Probleme, die Investitionssumme aufzubringen, und es würden dann auch zum Teil fixe Kosten wegfallen. Und die Kassen wären eher in der Lage, in so ein monistisches Investitionssystem einzusteigen. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt in der Eingangsbemerkung. Wenn man diese 400 Häuser weniger haben will, dann muss man das irgendwie bewerkstelligen. Wie man das nicht bewerkstelligen kann, ist meines Erachtens mit irgendwelchen Wettbewerbselementen oder Spielchen, sondern das geht nur mit einer grundsoliden Krankenhausplanung. Und so eine Krankenhausplanung kann natürlich nicht von denjenigen alleine gemacht werden, die sozusagen politisch gefangen sind. Wenn Sie in ein Land gehen, in ein Bundesland, da sind die Kommunalpolitiker gleich mit dabei. Und dieser Zirkel von Landes- und Kommunalpolitikern bekommt eine Anpassung der Krankenhäuser nach unten politisch nicht hin. Ich habe hier in Berlin vor ungefähr gut 20 Jahren die Fusion zwischen Rudolf-Virchow-Krankenhaus und Universitätsklinikum Charlottenburg gemanagt. Ich habe sowas Ähnliches in der Nähe von Tübingen mal gemacht, als wir als Klinikum dort einen Verbund von Landkrankenhäusern uns dort beteiligt haben. Man muss sehen, das ist ein politisch sehr garstiges Geschäft. Trotzdem muss man versuchen, auf irgendeine Art und Weise diese Krankenhausplanung, am besten verzahnt mit der ambulanten Planung, so in Gang zu bringen, dass man in der Lage ist, die Kapazitäten auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Letzter Punkt meiner Eingangsbemerkung. Was wir nicht haben in Deutschland, ist einen kultivierten, rationalen Umgang mit der Einführung von Innovationen. Jeder weiß, moderne Medizin, hier ist kaum jemand, wenn ich in die Runde gucke,
der 18 oder 20 ist, sondern schon etwas älter. Sie können vergleichen, was Medizin vor 10 Jahren und vor 20 Jahren zu leisten imstande war. Die Fortschritte sind rasant, die Fortschritte sind beeindruckend, nur nicht alles, was neu ist, ist Fortschritt. Sondern man muss sehen, ich habe das in 16,5 Jahren als kaufmännischer Vorstand erlebt, man wird überschüttet mit Pharmaka, mit neuen medizinischen Produkten, mit Großgeräten, die eben keinen Fortschritt darstellen. Für die aber, weil es keine vernünftigen Kontrollverfahren gibt, im Prinzip erstmal Geld ausgegeben wird, bevor über mühsame und teure Umwege festgestellt wird, was von diesen Innovationen Fortschritt ist und was eigentlich nur leere Luftblasen sind. Ich glaube, wir brauchen hier eine institutionalisierte Art und Weise, diese Innovationen in der klinischen Praxis und klinischen Erprobung in den ersten 2-3 Jahren vernünftig zu testen. Alles, was der gemeinsame Bundesausschuss und die Krankenkassen bisher zustande bekommen haben, sind im Prinzip nur kleine Einzelstudien. Was wir aber brauchen, sind systematische Bewertungen dieser Innovationen. Und das geht nur, wenn wir 4-5 solcher Prüfzentren in Deutschland institutionalisieren, wo nicht mit Zeitverträgen Mitarbeiter angeheuert werden, die man am Ende des Projekts wieder rausschicken muss, sondern wir brauchen solche Einrichtungen wie das NIH in Amerika oder in anderen westlichen Staaten, wo systematisch Know-how aufgebaut wird, um so schnell und so gut wie möglich bei den Innovationen die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn man diese 5 Dinge, man muss die Schere irgendwie anders lösen, als wir das heute gemacht haben, Investitionen sind objektiv wahrscheinlich in der doppelten Höhe dessen erforderlich, was wir tatsächlich haben. Drittens, weniger Krankenhäuser bedeuten weniger Investitionen, bedeuten aber auch freies Geld, um Investitionen in den verbleibenden Krankenhäusern zu finanzieren. Wir brauchen dafür eine Planung, sonst kriegen wir diesen Prozess nicht in die Gänge. Und Innovationen müssen endlich schnell und zügig sachgerecht abgeprüft. Herr Strehl hat ja sehr, sehr pointiert seine Sicht der Dinge und auch die Lösungsvorschläge, die er hat angedeutet. Ich vermute, dass Sie nicht in jedem Punkt widersprechen, aber einige andere Akzente werden Sie sicher setzen. Das Überraschende ist, dass wir uns in einigen Punkten sogar einig sind. Aber ich möchte vielleicht anders anfragen, mit der Frage nämlich, wie ist der Trojanische Krieg entstanden? Die Göttin der Zwietracht hat einen Apfel in die Runde geworfen, auf dem stand der Schönsten. Daraufhin war die Welt in Flammen danach. Wie funktioniert die Entstehung eines solchen Konflikts heute im Gesundheitswesen? Sie funktioniert so, dass man 20 Milliarden Überschuss auf den Tisch legt und einen Zettel schreibt, den Ärmsten. Und dann geht es los. Am nächsten Tag geht die Pharmaindustrie am Krückstock. 2 Tage später bekommen Sie die Meldung, Apotheken sterben aller Orten. 3 Tage später kommen die niedergelassenen Ärzte und sie sehen alle nur noch so aus wie verarmte Hausärzte in der Uckermark. Und 4 Tage später kommt die Böll-Stiftung und sagt, Krankenhäuser in der Krise. Wobei sie sozusagen als Unabhängigkeit noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt hat, dass man ihnen hoch anrechnen muss, sozusagen. Aber ich will sagen, wir sind natürlich, der Krisenbegriff ist im Augenblick Teil eines medialen Hypes im Kampf um 20 Milliarden. Und deswegen müssen wir sozusagen ab und zu aufpassen, ob wir wirklich über die Verhältnisse im Krankenhaus reden oder ob wir Teil eines Verteilungskampfes sind, wenn wir über die krisenhafte Zuspitzung im Krankenhaus geht. Es gibt also irgendwo zu viel Geld. Gäbe es diesen vermaledeiten Gesundheitsfonds nicht, hätten die Kassen das selbstverständlich schon alles an die Versicherten zurückgegeben mit gesunkenen Beitragssätzen. So haben wir den Bestand und so haben wir entsprechend viel Krisentremolo in der Republik.
Dabei haben wir eigentlich eine relativ gute Ausgangssituation. Wir haben nicht ein vernünftiges Vergütungssystem geschaffen. Früher gab es die Selbstkostendeckung. Das heißt, ein Krankenhaus, was eine schlecht organisierte Kantine hatte und entsprechend hohe Kosten, bekam mehr Geld als das andere. Man hat deshalb beschlossen, wir finanzieren Leistungen, wir wollen Leistungen, wir wollen Leistungen für die Versicherten und hat gesagt, man kann diese am besten in Form von Fällen fassen. Man hat das sogenannte DRG-Fallpauschalsystem eingeführt. Man musste Leistungen beschreiben. Das hat relativ gut funktioniert und nach anfänglichen Widerständen ist es ein lernendes System geworden mit ungefähr 1200 Fallpauschalen, das durch ein Institut kalkuliert wird, zusammen mit 250 Krankenhäusern. Das Modell war auch so erfolgreich, dass man es für andere Prozesse nachgebildet hat. Wenn es zum Beispiel um die Investitionen geht, dann sollen solche DRGs jetzt auch für Investitionen eingeführt werden, damit die Länder nicht mehr nach Betten ihre Mittel verteilen, sondern nach Leistung der Krankenhäuser. Allerdings führt das auch nicht dazu, dass die Länder mehr zahlen. Wir haben eigentlich beide seit langem die Einstellung oder die Wahrnehmung, dass die Länder die derzeitig größte Versagergemeinschaft im Gesundheitswesen sind. Sie kommen einfach nicht mal bis zur Hälfte an den Betrag, den sie finanzieren müssten laut Gesetz. Dasselbe System würde für andere Sachen übertragen, Transplantation oder eben das Neueste, die Psychiatrie, wo ja im Grunde so eine Art Plagiat eingeführt wurde von dem DRG-System. Man wiederholt denselben Prozess, allerdings mit sehr viel mehr Zeit. Wenn Sie den Zeitplan bei der Psychiatrie-Einführung sehen, dann ist das ungefähr so, als ob die Atomlobby die Energiewende plant. Also über mehr als 10 Jahre gestreckt, so dass man, dass wahrscheinlich fast alle Entscheidungsträger dann schon in Rente sind, wenn dieses neue System kommt. Aber es ist, sagen wir mal, nach den gleichen Grundsätzen gebaut, allerdings mit Tagessätzen. Es wird wahrscheinlich demnächst zu einer Ersatzvornahme in diesem Bereich kommen, weil es seitens der Krankenhausgesellschaft und der Psychiatrien relativ viel Kritik geht. Was passiert mit der Qualität in solchen Systemen? Man muss sagen, dass Deutschland fast zwei Welten hat. Es gibt die Leute, die sich um Qualitätssicherung kümmern und diejenigen, die sich um Vergütung kümmern. Einerseits sozusagen die Edlen, einerseits die Ernstzunehmenden. Und trotzdem ist aus diesem DIA-System heraus eine ganze Menge Qualitätssicherung entstanden. Am Anfang übrigens aus Angst vor Fallpauschalen. Qualitätssicherung ist in Deutschland überall eingeführt worden, wo Fallpauschalen drohten. Das fing mit Knieendoprothesen an. Wo sie noch keine Fallpauschalen haben, gibt es auch keine Qualitätssicherung. Sie zum Beispiel Psychiatrie. Da gibt es kein einziges Verfahren. Das heißt, durch diese differenzierten Vergütungssysteme sind auch Qualitätssicherungssysteme entstanden, die jetzt zum Beispiel erlauben, dass der Versicherte einen Überblick über das hat, was in den Krankenhäusern passiert. Die differenzierten Navigatoren, in welches Krankenhaus gehe ich hin, sind natürlich erst möglich geworden durch dieses Fallpauschalsystem und durch das neue differenzierte Vergütungssystem. Qualität ist also möglicherweise nicht das größte Problem, was aus dieser neuen ökonomischen Sachen resultiert. Größer ist das Problem, dass wir steigende Ausgaben haben. Diese Ausgaben steigen, weil Preise steigen und zugleich Mengen. Die Preise sind reguliert als sogenannte Landesbasis-Fallwerte, mal etwas darüber, mal etwas darunter. Und es war eine lange Forderung, dass diese Landesbasisfallwerte nicht mehr nach oben gekappt werden. Deshalb sollte sozusagen die wahre Kostensituation abgebildet werden. Und jetzt hat man das zum ersten Mal gemacht und das Ergebnis war bitter. Nämlich das Statistische Bundesamt hat berechnet, dass die Ausgabensteigerung ungefähr genauso hoch ist wie die Grundlohnsteigerung. 2% versus 2%. Das war kann man erstmal als Kompliment an die Krankenhäuser zurückgeben. Sie haben dafür in einer Situation preisender Steige dafür gesorgt, dass die Krankenhauspreise nicht um 2% steigen oder die Steigerungen nicht darüber hinausgehen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dieses ist nicht das, worauf die Krankenhäuser jetzt beschränkt sind.
Es ist nicht so, dass das jetzt 2% Ausgabensteigerung sind, sondern es gibt auch noch 2% Mengensteigerung, 2 bis 3, sodass also die wahre Steigerung der Ausgaben genau doppelt so hoch ist im Krankenhäuser. Es gibt keine Schere, es gibt sozusagen bei den Krankenkassen eine doppelte Belastung, nämlich durch die Preisentwicklung einerseits und die Mengenentwicklung auf der anderen Seite. Nun sagen Sie alle, das ist ja klar, die Leute werden älter, also steigt die Menge an Versorgung. Aber es lässt sich exakt berechnen, nur ein Drittel dessen, was an Mengensteigerung da ist, ist durch die Demografie bedingt. Es gibt offensichtlich andere Gründe, von Verbesserung der Versorgung bis Raffgier oder so, ökonomisch induzierte Leistungsausweitung, die dazu führen, dass wir solche Mengensteigerungen haben, die eben das Dreifache der demografischen Entwicklung sind. Kurzum, wir haben hier ein Preisproblem. Ich möchte 3, 4 andere Probleme nennen, die wir haben. Das eine ist, dass wir nach wie vor kaum Wettbewerbselemente haben, was auch dazu führt, dass die Krankenhausszene nicht allzu stark bereinigt wird. Herr Strehl erhofft dies durch eine mannhafte Krankenhausplanung, die in der Lage ist, Krankenhäuser zu schließen. Wir haben im Augenblick die Situation, dass wir vom Hauptbahnhof Essen im Umkreis von 1 Stunde 100 Krankenhäuser haben, wo sich ein neues Knie machen lassen können. Das ist weder medizinisch noch ökonomisch sinnvoll und irgendwann brauchen wir Ausschreibungs- und Bereinigungsverfahren, um das zu regeln. Das zweite Thema, was wir angesprochen haben, war Innovation. In der Tat sollte die beschränkt werden, zunächst auf Studienzentren, bevor man in die Breite geht. Was wir auch noch machen müssen, ist die Grenze zur ambulanten Versorgung besser abwickeln. Da gibt es erheblichen Streit. Streit gibt es auch in der Abrechnungsprüfung. Und was ein dickes Brett ist für die nächsten Jahre, wenn wir Qualitätselemente in die Vergütung einbauen wollen, qualitätsorientierte Vergütung, ist ein altes Problem. Wie groß die Krise ist, lässt sich schwer sagen. Ich würde vielleicht wie folgt antworten. Als ich nach meinem Volkswirtschaftsstudium ins Gesundheitswesen ging und nicht in irgendeine der Banken, war das sozusagen begründungspflichtig. Und die Antwort passt eigentlich auch auf heute. Ich habe immer gesagt, Krankenhaus, das ist eine Krise mit Zukunft. Ja. Vielen Dank, Herr Lieber. Nun ist mir bei beiden Beiträgen aufgefallen, auch wenn Sie sich in vielen Punkten sehr unterschieden haben. Aber Sie beide sprechen ja sozusagen auch viel von Ökonomie. Das liegt vielleicht auch nahe. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Stimmen, die sagen, wir haben im Grunde heute im Krankenhaus eine Ökonomisierung, die tatsächlich sozusagen das Patientenwohl gefährdet. Ich erinnere mich, ich glaube, du Peter hattest den erwähnt, den Artikel oder dieses Sonderheft, das die Zeit dazu mal gemacht hat vor einigen Monaten, wo Schilderungen sozusagen aus Krankenhäusern enthalten waren und wo Ärzte dann schilderten, wie sie die Verwertung von Patienten vorantreiben, indem sie dafür sorgen, dass Patienten in Fallpauschalen eingruppiert werden, die besonders lohnend sind, indem sie sehen, dass es zu zusätzlichen Leistungen kommt und indem Patienten vor allem als Beitrag zur Rentabilität eines Krankenhauses begriffen werden. Sehen Sie, die Frage geht an Sie beide, eigentlich einen Widerspruch zwischen Ökonomie und Patientenorientierung im Krankenhaus oder greift das ineinander und greift es auch heute schon ineinander? Herr Strehl. Also es war immer so, da muss man gar nicht drum herum reden und manche Ärzte, die das in Ärzteverbänden beklagen, sind da meines Erachtens etwas scheinheilig, dass Medizin und Ökonomie parallel auftreten, sich entwickeln, aufeinander wirken. Es hat nie Medizin gegeben, sozusagen auf gesellschaftlichem Maßstab, so wie heute bei uns in unserem Land, was nicht in irgendeiner Art und Weise auch immer gerechnet werden musste. Und umgekehrt haben diese Rechnungen auch Einfluss auf die Medizin gehabt. Wenn Sie sich mal, meine Frau ist Neurowissenschaftlerin,
die kriegt in ihrem Institut an der Universität immer die Zeitschrift Der Hausarzt. Und das ist eines der größten Vergnügen einmal im Monat, wenn ich abends im Bett diese Zeitung lese. Dort wird reihenweise von Ärzten dargelegt, wie man Igelleistungen kreiert, abrechnet, wann man dabei sein muss und wann man das an seine Hilfskraft delegieren kann. Ich glaube also, das Problem ist nicht so zu definieren, Ökonomie oder Medizin, sondern wie dieses Verhältnis ausgestaltet ist. Das Verhältnis kann vernünftig ausgestaltet sein, dass man Medizin betreibt, indem man auch keinen Raubbau an Ressourcen vornimmt, sondern das vernünftig gestaltet. Ich selber bin der Auffassung, was ich so in den letzten 30 Jahren in manchen Krankenhäusern erlebt habe, ist weitgehend vernünftig gewesen. Und zum Wohle der Medizin, weil viel mehr von dem Geld, was dort war, am Ende beim Patienten angekommen ist, als das früher der Fall war. Es gibt aber auch solche Beispiele, die man als Ökonomisierung, also als Diktat ökonomischer Regeln oder Möglichkeiten gegenüber der Medizin ansehen kann. Und da würde ich dann mal sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ich selber bin Aufsichtsratsvorsitzender der Universitätsmedizin in Göttingen und hatte das Vergnügen, in den letzten Wochen und Monaten mit diesem Transplantationsskandal zu tun zu haben. Und was ich dort vorgefunden habe an Vertragsregelungen mit diesem ehemaligen Chefarzt, wo sozusagen Prämien gezahlt worden sind pro Transplantation, da würde ich eben sagen, da stimmt was nicht an diesem Verhältnis. Aber wenn man insgesamt die Mannschaft anhält, mit den verfügbaren Ressourcen vernünftig und ökonomisch umzugehen, bei gleichbleibender Qualität in der Medizin, dann finde ich, ist das überhaupt kein Problem, sondern das gehört sich in einer Gesellschaft wie der unseren sogar. Man muss also gucken, wo sind diese Fehlentwicklungen? Man muss sie identifizieren und dann muss man etwas dagegen machen. Generell bin ich aber nicht der Auffassung, dass wir es mit einem sozusagen säkularen Sieg der Ökonomie über die Medizin zu tun haben, sondern wir haben heute ein anderes Verhältnis, was teilweise professioneller ausgestaltet wird. Aber gerade Mediziner haben, finde ich, immer ein sehr sensibles Verhältnis auch zum Geld gehabt. Ja, das Problem ist, es gibt keine anreizneutralen Vergütungssysteme. Denken Sie bitte mal 20 Jahre zurück, wo jeder Tag vergütet wurde. Wie viele Patienten wurden da über das Wochenende noch gehalten? Aus ökonomischen Gründen, um noch einen weiteren Tag hinzuzubekommen als Krankenhaus. Finden Sie übrigens heute noch in der Psychiatrie. Die tagesgleiche Finanzierung führt natürlich in gewisser Weise auch zu einer Verwahrpsychiatrie, weil es lohnt, Patienten länger zu halten. So, diese ganzen ökonomischen Effekte haben vor 20, 30, 50 Jahren gewirkt und sie wirken heute. Sie sind heute anders ausgestaltet, weil für das Krankenhaus der Case-Mix entscheidend ist. Möglicherweise gibt es in der Ärzteschaft Widerstände, auch deshalb, weil die traditionellen Muster solcher Anreizsysteme nicht mehr funktionieren. Ein Chefarzt muss sich möglicherweise einem Bonusvertrag mit Case-Mix, also mit Leistungsmenge unterwerfen. Früher konnte er sich einfach um seine Privatpatienten kümmern. Das kann er dann nicht mehr, sondern muss sich um alle Patienten gleichermaßen kümmern und einen entsprechenden Aufstand gibt es im Augenblick. Das, was bei der Zeit in dem Artikel schon manchmal ein bisschen störend ist, da werden zum Teil auch Täter zu Opfern gemacht. Wir haben das Eagle-System beschrieben, wir haben das Problem anderer Chefarzteinkünfte genommen. Man kann auch ableiten, dass dort manche Leute einfach eine ganze Menge Geld wollen und eher Täter als Opfer in diesem System sind. Danke. Herr Leber, Sie haben auch das Problem der Mengen und das Problem der Produktion von Mengen in Krankenhäusern angesprochen. Die Preise sind reguliert. Die Mengen sind es nicht und wenn die Krankenhäuser höhere Erlöse generieren wollen, dann müssen sie sozusagen mehr Patienten in höheren, möglichst in höheren Gruppen behandeln.
dieses Problem hat doch was mit Fehlanreizen sozusagen des Vergütungssystems zu tun. Sehe ich das richtig? Ja, die Frage ist, sind die DRGs schuld an diesem Mengenausweitung? Es kommt eben mehreres zusammen. Das eine ist ein leistungsorientiertes System, was eigentlich dafür sorgt, dass mehr Leistungen erbracht werden. Wenn das bei einem zu hohen Preis passiert, dann wird das langsam bedenklich. Und wenn das dann noch in einer Situation passiert, wo es zu viele Krankenhäuser gibt, dann haben wir ein wirkliches Problem. Das heißt, dieses dreifache Problem, zu viele Krankenhäuser, zu hohe Preise und dann ein leistungsorientiertes System, das führt dann natürlich dazu, dass man ein bisschen als Patient aufpassen muss, dass man nicht unters Messer kommt. Bei weniger Krankenhäusern und einem reduzierten Preis, sagen wir mal, würde das DRG-System nicht zu denselben Effekten führen. Herr Strehl, zu viele Krankenhäuser würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, zu hoher Preis nicht. Wie sehen Sie denn das sozusagen mit der Mengenentwicklung im Krankenhaus? Ja, doch ein bisschen differenzierter als Herr Leber. Also die Untersuchung, auf die sich Herr Leber bezieht, ist eine Auftragsuntersuchung gewesen. Den Wertbegriff Gutachten vermag ich nicht zu benutzen für dieses Blatt Papier. In diesem Gutachten wird dargelegt, dass im gesamten Krankenhaussystem der größte Anstieg bei zwei großen Krankheitsklassen anzutreffen ist, nämlich einmal im Bereich der Orthopädie bei den Prothesen und zum zweiten im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man sich das mal differenzierter anguckt, dann gilt das so nicht für jedes Krankenhaus. Maria Trost, irgendwo ein Versorgungskrankenhaus der Regelversorgung in der Etappe, wird durch diese beiden Leistungen nicht beeinflusst. Wenn ich etwa unsere 32 Universitätsklinika nehme, die ungefähr 15% der Fälle in Deutschland behandeln, dafür haben wir das auch mal gegengecheckt. Und da haben wir festgestellt, diese Endoprothesen spielen bei Weitem nicht diese Rolle, sondern bei uns an erster Stelle stehen Schlaganfälle, Intensivbehandlungsfälle und dann Erkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich, die sich eben nicht auf Katheterschieben beziehen, sondern andere Behandlungsformen. Das heißt, das Grundmodell, was in der Argumentation von Herrn Leber zugrunde gelegt wird, ist im Prinzip die Spezialklinik. Die Spezialklinik, die sich darauf kapriziert, vorzugsweise solche Endoprothesen, Gelenkersätze zu machen oder etwa Katheterbehandlungen zu machen, aber nicht das breite Spektrum. Wenn ich ein Krankenhaus habe, was über das ganze Krankheitsartenspektrum eine Versorgung vornimmt, dann wird das dadurch nicht getroffen. Sondern die Mengenentwicklung in diesen Häusern stellt sich eben etwas anders dar. Ein Faktor, der in dieser Untersuchung, in dieser Auftragsstudie, für die die Krankenkassen bezahlt haben und für die sie auch wesentliche Fragestellungen, man hat manchmal den Eindruck, auch Antworten mit vorgegeben haben. Die wesentliche Geschichte, die man sich dort angucken muss, ist, welche Rolle spielt eigentlich der medizinisch-technische Fortschritt? Und damit sind wir bei diesem Thema Innovation. Gerade diese Umsätze der Krankenhäuser werden maßgeblich geprägt auch durch das, was innovationsgetrieben ist. Das ist natürlich bei den Endoprothesen auch der Fall, aber da gibt es auch noch viele andere Bereiche. Und da muss man eben sagen, da werden Patienten heute behandelt, sehr alte Patienten, sehr kranke Patienten, beinahe todkranke Patienten, für die vor 10, 15 Jahren noch gar keine Behandlungsmöglichkeiten da gewesen sind. Und diese Behandlungsmöglichkeiten sind ihrerseits als neue Möglichkeiten ein Treiber in der Menge. Das ist nicht alles. Herr Leber hat ja auch vorhin gesagt, zu so und so viel Prozent stellt sich das als reines Fallwachstum dar. Aber ich würde mal sagen, wenn diese Untersuchung nicht von den Kassen in Auftrag gegeben worden wäre, sondern wie in den USA von einer staatlichen, forschungsnahen Institution wie den National Institutes of Health. Die hätten diese Auftragsformulierung sehr viel weiter angelegt und dann wären vielleicht auch etwas sachgerechtere und differenziertere Ergebnisse rausgekommen als bei dieser Studie, die die Kassen in Auftrag gegeben haben.
Ja, einen ganz kleinen Takt muss ich da noch zu sagen. Wir haben alle Krankenhäuser genommen und das Ergebnis lautet eben, in allen Krankenhäusern über den Schnitt gerechnet ist ein Drittel demografisch erklärbar. Wir haben für 1 Million ja gemeinsam die Begleitforschung für DRGs finanziert. Und da ist genau dasselbe rausgekommen. Und wir haben jetzt nochmal den Auftrag, eine Mengengutachten in Auftrag zu geben, und zwar bis Sommer nächsten Jahres sollen die Ergebnisse da sein, zwar gemeinsam DKG und gesetzliche Krankenversicherung. Da wird das wahrscheinlich wieder rauskommen und die DKG versucht heute schon die Gutachtenvergabe zu verhindern. Also probieren Sie es mit anderen Zahlen, mit kleineren Gruppen von Krankenhäusern funktioniert es vielleicht, aber wenn Sie es über alles betrachten, kommt auf alle Fälle raus, ein Drittel ist demografisch. So, dann kann man immer noch diskutieren, dass der Rest ja gut und wichtig ist. Kann Verbesserung von Versorgung sein, Leute, die früher sterben mussten oder sowas. Also man kann dann diskutieren, wie sich der Rest erklärt. Aber ein Effekt ist erstmal, nur ein Drittel ist demografisch. Kann ich vielleicht eine Sache dazu noch anmerken? Kurz. Also, ich bin ja dafür, dass man das untersucht, Herr Leber. Ich bin auch dafür, dass man das differenziert betrachtet. Und wenn man das tut, dann kommt man, glaube ich, auf Mehrleistungen, die Sie schlicht und einfach nicht verweigern können. Und man kommt auch auf Mehrleistungen in Ihrem Sinne, die sozusagen getriggert durch ökonomische Anreize schlicht und einfach so betrieben werden. Das weiß man auch etwa vor 10, 15 Jahren, wer in die USA kam und sich dort anguckte, wie die ambulanten Augenzentren aufgemacht haben. Da sind Kataraktoperationen und dergleichen gemacht worden, die schlicht und einfach medizinisch nicht indiziert waren. Man sagte fast, bleib nicht zu lange an der Ampel stehen, dann wirst du sofort gecasht, um dort operiert zu werden. Also ich meine nur, in Deutschland hat man so ein bisschen oft im Gesundheitswesen den Eindruck, es wird immer alles über einen Nenner geschoben. Und da meine ich eben, der eine Nenner reicht nicht. Wir haben Mehrleistungen, die sind unstreitig indiziert, etwa bei den Schlaganfällen. Und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum man dort ein System haben muss, wo diese Mehrleistungen mit Vergütungsabschlägen versehen werden. Umgekehrt kann ich mir Mehrleistungen vorstellen, wo dieses System angebracht ist. Nur für diese Differenzierung, das bedauere ich, hat die Gesundheitspolitik eigentlich zu wenig Kraft und Analysevermögen. Gut, also bei der Frage, inwieweit, also ob und in welchem Ausmaß in unseren Krankenhäusern medizinisch nicht notwendige Leistungen erbracht werden, finden wir hier keinen Konsens, wie es aussieht. Sie hatten vorgeschlagen, wir haben sie heute in der Krankenhausfinanzierung so, dass die Krankenkassen die Betriebskosten finanzieren, die Investitionskosten durch die Länder übernommen werden oder übernommen werden sollen. Sie hatten vorgeschlagen, aufgrund der unzureichenden Investitionsfinanzierung durch die Länder, diese an die Krankenkasse zu geben. Würden Sie die übernehmen? Na, im Augenblick übernehmen wir schon die Hälfte. Aber früher waren wir naiv, da haben wir das auch noch gefordert und für gut befunden, weil wir von der falschen Annahme ausgingen, wenn wir alles finanzieren, dann dürfen wir auch bestimmen, welche Krankenhäuser es gibt. Aber auf diesen Moment warten die Länder nämlich nur. Dann können sie zum Nulltarif sozusagen ihre Krankenhausplanung machen, müssen überhaupt nicht mehr mit eigenen Haushaltsmitteln in die Überversorgung gehen. Und deswegen sind wir inzwischen so klug und fordern nicht mehr die monistische Finanzierung. Wir fordern allerdings, dass man neu nachdenkt über Landesplanung. Das heißt in erster Linie wahrscheinlich, dass man nicht mehr traditionell Betten plant, sondern dass man eher übergeht zu einem System der Mengenplanung. Dann können eventuell auch Mengen von einem Krankenhaus zum anderen wandern, damit es extreme Erstarrung gibt. Aber im Grunde muss man die Gesamtmenge auf Landesebene in irgendeiner Form festschreiben und dieses als neue Form der Krankenhausplanung einführen. Nicht mehr bettenorientiert, sondern eben an Preisen orientiert. Das ist die einzige Möglichkeit, um modern damit umzugehen. Ist ein bisschen kompliziert, ist ein extra Abend, aber. Herr Strehl, wie würden Sie das, also gesetzt den Fall, man würde die Krankenkassen dazu bewegen, die Investitionskostenfinanzierung zu übernehmen, was, wie wir gerade hören, vielleicht gar nicht mehr wollen. Wie würden Sie sicherstellen, dass die Kassen nicht nur bezahlen, sondern vielleicht auch was zu sagen haben, was die
Krankenhausplanung, die Weiterentwicklung der Krankenhausstruktur angeht? Ich komme auf diese Frage gleich zurück, wollte vorher noch eine Bemerkung machen zu der Frage Monistik. Also, dass die Kassen das selber entscheiden, ist ja in unserer verfassungsrechtlichen Grundordnung so nicht vorgesehen. Herr Leber kann nur sagen, ob sie es gerne hätten oder nicht. Ich glaube, die Politik hat das zu entscheiden, und zwar die Bundes- und die Landespolitik gleichermaßen. Wenn man zu so einem Abend geht wie heute hier in der Böll-Stiftung, Grünen nah, dann bereitet man sich ja auch vor. Ich habe mir mal die beiden Koalitionsvereinbarungen von Grün-Rot und Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg angeguckt. In Nordrhein-Westfalen steht zu diesem Thema gar nichts. In Baden-Württemberg, zu meiner kompletten Überraschung, wir halten an der dualen Krankenhausfinanzierung fest. Das heißt, die Übernahme der Investitionskosten bleibt in der Verantwortung des Landes. Das ist für mich völlig unverständlich und zeigt, dass man krankenhauspolitisch eigentlich kein Konzept dort hat, nicht analysiert hat, sich nicht auseinandergesetzt hat mit dem, was an Problemen offenkundig da ist und dementsprechend auch die falsche Lösung dort vorschlägt. Zu der Frage, die Herr Leber angeschnitten hat, ich würde ihm recht geben, in der jetzigen Konstruktion von Landes- und Kommunalpolitikern, das habe ich ja eingangs formuliert, ist das nicht zu erwarten, was wir brauchen. Jetzt habe ich neulich in der Konrad-Adenauer-Stiftung, wir reden mit allen, das ist unser Prinzip im Verband, und Herrn Spahn die Frage gestellt. Wie will er denn mit diesen 400-500 Krankenhäusern mehr umgehen? Und dann sagte er, ja, wir versuchen das so. Und dann kam in etwa das Modell von Herrn Leber über Preiswettbewerb und Selektivverträge und dergleichen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, haben Sie denn noch nicht festgestellt, dass das seit 10 Jahren nicht funktioniert? Und wenn irgendwie etwas nicht funktioniert, wenn ich 4-0 hinten liege in einem Fußballspiel, weil ich die falschen Leute vorne in den Sturm oder in die Abwehr gestellt habe, dann muss ich doch als Trainer irgendetwas ändern. Ja, wir wissen ja aber auch, dass 4-0 nicht viel sagen muss. Ja, jetzt, gut, ich habe am Samstag erlebt, wie mein Lieblingsverein 3-0 in Hamburg verloren hat, weil Herr van der Vaart Spitze spielen sollte. Das war genauso verkehrt. Also, es war kein Konzept dort und Herr Fink, mit dem ich hier früher sehr eng zusammengearbeitet habe in Berlin, der sprang ihn dann zur Seite und sagte, Sie wissen doch genau, Herr Strehl, was das politisch bedeutet, wenn wir anfangen und sagen, 200, 300, 400 Krankenhäuser weniger. Deshalb glaube ich, so ein Modell, auch wenn ich mir angucke, wie die Bedarfsplanung für die Vertragsärzte eigentlich nicht viel besser geworden ist mit der letzten Reform, so ein Planungsmodell für Regionen im Bereich der Gesundheit braucht professionelle Planer. Und ich würde die Kassen und die Landes- und Kommunalpolitiker in die Aufsichtsräte für solche Planungsgremien stecken. Würde aber die Planung integriert für stationär und ambulant von Geschäftsführungen machen, von Regulierungsbehörden in diesem Bereich, wo man Profis hat, die das mit einschlägigen Daten, Herr Leber hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, wir machen Krankenhausplanung wie vor 200 Jahren mit den Betten. Wenn Sie sich in Kanada oder in Australien angucken, wie Gesundheitsplanung gemacht wird, da werden all die Daten, die wir jetzt in den Dokumentationen drin haben, stationär und ambulant, die werden verwandt, um eine Region zu beplanen, mit vernünftigen Versorgungsangeboten zu versehen. Nur das können Sie nicht Krankenkassen übertragen, die vorzugsweise im Auge haben, wie sie Kostendämpfungspolitik machen oder Politikern, die vorzugsweise im Auge haben, wie rette ich für meinen Ort das Schwimmbad oder das Krankenhaus. Sondern da meine ich eben, wenn man professionelle Geschäftsführungen hat, die diese Planung machen und die sich gegenüber richtigen Aufsichtsräten, also nicht wie beim Flughafen, sondern ich kenne auch Aufsichtsräte, die effektiv arbeiten und Geschäftsführungen auf die Finger gucken, sie beraten und ihnen Ratschläge geben, wie man die Ziele erreicht. Mit so einem Modell einer modernen Planung, wo diese Daten alle verarbeitet werden, die Herr Leber hier angedeutet hat mit, da käme man weiter. Und es ist klar, dass diejenigen, die die politische Verantwortung haben, die die finanzielle Verantwortung wie die Kassen haben,
die gehören in diese Aufsichtsräte rein. Die sollten das aber nicht operativ machen. Herr Leber, sind Sie offensichtlich beide darüber einig, dass es zu viele Krankenhäuser gibt? Herr Strehl schlägt jetzt vor, dort also stärker mit einer Professionalisierung, Institutionalisierung von Planung zu arbeiten, das etwas sozusagen politikferner zu machen, als das bisher der Fall ist. Wie stellen Sie sich so einen Prozess vor, um auf vielleicht sozusagen auf eine rationalere Zahl von Krankenhäusern zu kommen? Ja, zunächst muss man sagen, es gibt natürlich nicht überall zu viele Krankenhäuser, sondern man braucht auch die Versorgung in der Fläche. Aber wir haben in vielen Ballungsgebieten einfach Fußgängerentfernung zwischen den Krankenhäusern und dann noch kleine Operationszahlen. Das kann nicht vernünftig sein, weder medizinisch noch ökonomisch. Ich glaube nicht, dass jemand die Kraft hat, Krankenhäuser zu schließen. Es muss eher funktionieren wie bei einer Marktbereinigung. Bei einer Marktbereinigung wird keiner geschlossen, man schließt. Und so müssen Krankenhäuser auch selbst entscheiden, dass sie attraktivere Geschäftsfelder haben. Warum soll ein diakonischer Träger nicht sagen, okay, wir lassen die hochspezialisierten Operationen von anderen machen, wir kümmern uns jetzt um Altenheime und andere Sachen, die für die Menschen ebenfalls wichtig sind, und wechselt sozusagen in das angrenzende Geschäftsfeld, ohne dass eine Landesregierung oder irgendein Planungsgremium sagt, er solle das tun. Es kann auch die freiwillige Entscheidung geben, in ein naheliegendes Segment zu gehen. Und das ist meiner Ansicht nach der Weg. Ein Argument dafür könnte sein, dass er mit seinen hochspezialisierten Leistungen eventuell ein Minus macht. Soweit zum Thema Preis. Ja, soweit erst einmal das Gespräch hier auf dem Podium. Ich würde jetzt gerne Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Beiträge zu äußern. Ja. Und noch eine Bitte, sagen Sie bitte Ihren Namen und woher Sie kommen. Ja, Faust Auker, Bundesverband. Herr Strehl, also eine Aussage von Ihnen hat mich sehr verwundert, dass Sie auf der einen Seite der Planung vorauswählen, auf der anderen Seite aber Mechanismen fordern, die einigermaßen organisch und flexibel die Krankheitssituationen abbilden und letztendlich auch Mengenentwicklungen, die nicht gerechtfertigt sind, verhindern. Mal unabhängig davon, dass es natürlich schwierig ist, den Ländern den Artikel 74, ist glaube ich, zu entreißen, wo die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser den Ländern obliegt und die das also wirklich auch ausnutzen bis zum Letzten. Wäre es nicht dennoch ein besserer Weg, in der Tat über Direktverträge Krankenhäuser, die Leistungen qualitätsmäßig hochwertig nachgewiesen erbringen, mehr Leistungen erbringen zu lassen und dadurch und in anderen Häusern die Leistungen dann nicht mehr erbringen zu lassen. Effekt ist natürlich der, der bisher schon eingetreten ist, auch durch Einführung der DRGs, dass sich die Krankenhauslandschaft verändert hat und dass kommunale Krankenhäuser, frei gemeinnützige, zugunsten der privaten Häuser, die aus vielerlei Gründen nicht immer, aber doch in vielen Fällen besser am Markt agieren können, dass sich dieses Gewicht verschoben hat. Und die Privaten haben aus meiner Sicht sehr schön die Notwendigkeiten vollzogen, indem sie Synergieeffekte genutzt haben, Spezialkliniken eingerichtet haben, in einigen Regionen ein Krankenhaus zum nachts operierenden Haus erklärt haben, anderen Häusern andere Aufgaben zugewiesen haben. Das ist doch eigentlich die Landschaft, die man haben will. Und das ist ohne Veränderung, manchmal mit Widerständen der Länder, aber ohne Veränderung der Gesetzgebung gelungen. Warum kann man diesen Weg nicht weitergehen und durch verbesserte Möglichkeiten von Direktverträgen hier die Landschaft verändern, ohne auf eine doch sehr komplizierte Planung zu setzen, in die Sie ja auch, wie Sie sehr richtig gesagt haben, auf den ambulanten Sektor mit planerisch einbeziehen müssten. Ich glaube, dass das, und da stimme ich Herrn Leber zu, am Markt im Wettbewerb auch unter Einbeziehung des niedergelassenen Bereichs deutlich besser gehen kann. Letzter Satz, es muss ja nicht in jeder Region alles gleich sein. Es kann ja sein, dass in einer Region der niedergelassene Bereich Leistungen erbringt, in anderen Regionen die gleichen Leistungen vom Krankenhaus erbracht werden. Es geht nur darum, stimmt die Qualität und sind die Vorgaben, was Erreichbarkeit und so weiter, die die Länder vorgeben müssen, erfüllt. Mehr wäre nicht Aufgabe der Länder. Also,
die letzte Geschichte, dass man sozusagen das Verhältnis stationär und ambulant nicht überall gleich machen muss, kann man ja in den USA besten studieren. Kommen Sie in Metropolen, da wird sehr viel von der hochspezialisierten ambulanten Versorgung durch niedergelassene Ärzte gemacht, in der Fläche, in der Etappe, durch County Hospitals oder Außenstellen von Krankenhäusern. Ihre These mit den Direktverträgen würde ich nur partiell akzeptieren. Ich glaube, es gibt Regionen, wo das ganz gut funktioniert hat. Es gibt Regionen, wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Und die generelle Aussage, dass wir sozusagen im Krankenhauswesen von gewissen Überlegenheiten der Privaten profitieren würden, kann ich so nicht teilen. Ich kenne Private, die schätze ich, die halte ich für hochleistungsfähig. Und ich kenne Private, die haben größte Schwierigkeiten. Wenn ich etwa ein Beispiel nehme aus dem Bereich, den ich sehr sachverständig einschätzen kann, die Großfusion im Universitätsklinikumsbereich Gießen und Marburg, da würde ich mal sagen, so viele Fehler auf einmal sind in nicht privaten Krankenhäusern selten woanders gemacht worden. Hat es auch gegeben, aber das zum Beispiel zeigt eben, da gibt es keinen Automatismus. Und ich meine eben, also Sie haben ja zu Recht diese sogenannte Ambulantisierung angesprochen. Wir haben ja heute Fachdisziplinen, da bin ich eingangs noch nicht drauf eingegangen, weil so ein Statement ja erstmal einführen musste, wie Augenheilkunde, wie HNO, wie die ganze kleine Chirurgie, wie große Teile der internistisch diagnostisch orientierten Medizin. Da mussten Sie früher immer ein Bett haben, heute nicht mehr erforderlich. Ich habe es erlebt, als ich angefangen habe in Tübingen Mitte der 90er Jahre, dass Patienten der Intensivmedizin, der Urologie sich ihr Bier und ihre Bildzeitung selber geholt haben. Heute sind das ambulante Patienten. Und insofern meine ich, wir müssen einmal den generellen Überhang an Krankenhäusern abbauen. Und wir müssen zweitens diesen Prozess, dass immer mehr Leistungen ambulant oder teilstationär erbracht werden können, vernünftig lenken. Und da sage ich eben, solche Direktverträge, Ausschreibungen, wie Herr Leber es genannt hat, sind eigentlich zu unscharfe, zu unpräzise Instrumente, um nachhaltig und richtig dosiert am richtigen Ort die Effekte zu bringen, die wir brauchen. Warum benutzen wir nicht unseren Kopf, unsere Daten, die wir haben, um eine vernünftige Gesundheitsplanung zu machen? Der Erste, der davon profitiert, ist der Patient. Manfred Rompf, ich komme hier von Vivantes, spreche aber heute Abend auch für den Interessenverband kommunaler Krankenhäuser. Was ich aus Ihren Vorträgen gehört habe, kann ich einiges teilen, aber ich bin der Auffassung, man müsste erstmal eine grundsätzliche gemeinsame Basis wiederfinden. Nämlich, ich fange mal damit an, was Sie ja gesagt haben, Herr Strehl, diese Schere, die auseinandergeht. Es ist ja so, dass seit 20 Jahren die Einnahmen, die die Krankenhäuser haben, nicht mehr mit den Ausgaben, die Ausgaben decken. Und die Politik, und die sitzt ja heute Abend leider nicht hier, die immer wieder sich ein neues Gesetz überlegt, wie sie das jetzt dann doch noch verhindern kann, hat ja jetzt auch wieder den Orientierungswert festgelegt, der bedeutet, dass knapp 2% im nächsten Jahr die Fallpauschalen oder die Basisfallwerte der Länder steigern dürfen. Jeder weiß aber, dass allein die Tarifkosten für 2013 weitaus mehr sind und die Sachkosten ebenso. Jetzt muss man mal zurückblicken, was ist denn in den Krankenhäusern passiert? Man hat insbesondere im Bereich der Pflege die Anzahl der Pflegenden stark reduziert. Jetzt geht es langsam vorsichtig wieder nach oben. Die Zahl der Ärzte ist gestiegen, auch aufgrund von Arbeitszeitgesetzgebungen und Verordnungen. Und die Patienten werden immer kränker und älter. Und diese Debatte, die jetzt geführt wird, also in der Süddeutschen am Samstag oder auch in der Zeit, ist doch die, welche Gesundheitspolitik wollen wir in unserem Lande und welche Krankenhauspolitik wollen wir in unserem Lande?
der Patient, der ins Krankenhaus kommt, wünscht sich, dass die Behandelnden, die Pflege, die Ärzte in erster Linie Zeit haben, dass sie seine Bedürfnisse behandeln und mit ihm umgehen und nicht, dass in gehetzter Form immer mehr Patienten von immer weniger Menschen behandelt werden. Und da, meine ich, muss man zuerst mal beginnen. Und wenn Sie sagen, Herr Strehl, finde ich ja eine sehr interessante Überlegung, man muss weniger Krankenhäuser haben, dann muss man diese Debatte aber auch führen. Und in den Kommunen ist es ja so, dass die Menschen sehr an ihren Häusern hängen und große Angst haben, dass sie weiter Entfernungen zurücklegen müssen. Ich spreche jetzt nicht von dem Ballungszentrum Berlin oder, was Sie sagten, Essen. Das muss man aus meiner Sicht auch sehr differenziert sehen. Und dann noch eine Zahl, über 40% der kommunalen Häuser sind in roten Zahlen. Das hängt einmal damit zusammen, dass die Kommunalpolitik nicht in der Lage ist, Verbünde zu schaffen. Auf der anderen Seite aber auch haben kommunale Krankenhäuser eine soziale, wichtige Funktion und können nicht den Patienten selektieren. Und deshalb meine ich, es muss in erster Linie mal eine Voraussetzung geschaffen werden, dass die Kosten, die ein Haus hat, also insbesondere Tarifkosten und die Sachkosten, dass die auch über den Orientierungswert oder die Steigerungsrate jedes Jahr gedeckt wird. Danke. Nikolaus Huss. Jetzt sind wir Nikolaus Huss. Ich bin Politikberater und beschäftige mich auch mit dem Gesundheitsbereich. Wir sind jetzt wieder in einem Stadium der gesundheitspolitischen Diskussion, in dem die aufgeregte Langeweile überhand nimmt, weil nämlich jeder sich auf seine Position zurückzieht, die sagt, zu sagen, wir sind arm und getroffen und die anderen sind das Problem. Und dann schiebt man ein paar sozusagen Zahlen und Blickwinkel immer in die Kulissen und sagt, so ist es. Der andere sagt, so ist es. Und letztendlich beim Zuhören kriegt man eigentlich kein Bild. Oder vielleicht braucht man auch gar kein Bild, sondern ist die Frage eigentlich, was sind vorrangige Ansätze, um Lösungen zu finden, um sozusagen das Gesundheitswesen in einen besseren Zustand zu kriegen. Da nehme ich wahr auf dem Podium, dass eine sagen, okay, das müssen mehr Krankenhäuser vom Markt, weil es gibt einfach zu viele, die sind zu schlecht, die sind zu unterfinanziert. So, dann könnte man sich fragen, so geht man, macht man das jetzt über den Markt? Das findet ja im Moment in der Tat statt. Das bedeutet sozusagen, jeder spart sich zu Tode, jedes Krankenhaus rappelt sich ab und macht, was es kann irgendwie, auch wenn es nicht kann. Und da ist der sozusagen der das ausbadet, ist der Patient. Das kann man jetzt noch 2-3 Jahre machen, weil wenn 40% oder 25, da gibt es unterschiedliche Zahlen, in den roten Zahlen sind, dann gehen die irgendwann in den nächsten 3 Jahren vom Markt, weil das poppt irgendwann auf in den kommunalen Kassen und dann sind die defizitär und dann kommen sie weg. Kann man so machen. Die andere Variante ist es mit der Planung zu sagen, man macht geplant, kriegt man Kapazität vom Markt. Letzten Samstag war ich bei der BAG Gesundheit und Soziales der Grünen, da gab es nämlich Gesundheitsaustria. Die Österreicher haben nämlich eine ganz akkurate Planung, Krankenhausplanung. So, der kann das auch gut verkaufen, da waren alle staunen, haben sich das angeguckt. Ich habe einen Geschäftspartner, der ist in Österreich tätig, habe Erfahrung mit solchen Verkaufskonzepten, habe mich dann umgehört. Er sagte, ja, das ist ganz einfach. In Österreich ist es so, dass man Zugriff auf alle Zahlen hat, auf Bundesbehörde, aber keinen Zugriff auf das, was man tut. Das heißt, die machen eine super Planung, aber die Politik ist genauso feige wie hier. Das heißt, die vor Ort, die das entscheiden müssen, die nehmen die Kapazität auch nicht vom Markt. Das heißt, sie haben wunderbare Zahlen und in der Wirklichkeit spielen sie keine Rolle. Komme ich zu dem Schluss, sage ich, eigentlich fehlt dem Gesundheitswesen das, dass sozusagen alle Beteiligten irgendwann sich an der eigenen Nase fassen und sagen, will ich Teil des Problems oder will ich Teil der Lösung sein? Und das vermisse ich bei gesundheitspolitischen Fragen immer, dass man sich fokussiert auf die Fragen, was ist vor uns und wie löse ich eigentlich diese Probleme? Ein bisschen würde ich auch diese sagen, man sollte uns Zuhörer nicht als dümmer verkaufen, als man ist. Man schaltet nämlich ab, man kann das gar nicht verantworten. Mehr auf die Frage konzentrieren, was sollte in den nächsten Jahren, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl, was sollte vorrangig erstens, zweitens, drittens getan werden, dann kann man sich darüber streiten, ob das die richtigen Szenarien sind.
aber nicht so in den Einzelfragen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld, damit es weiter so geht, wie es jetzt ist. Danke. Das ist ein schöner Fragenvorschlag. Was soll als erstes passieren? Zu unserer Ehrenrettung haben wir beide vorgeschlagen. Er hat 5 Punkte vorgeschlagen, ich habe 5 offene Punkte. Haben wir alle schon gemacht. Ja, waren Sie da auch im Raum? Man muss die Investitionskosten alle übernehmen und die Krankenhäuser abschaffen. Man weiß, dass die Länder unterfinanzieren. Natürlich sind die das größte Problem, weil die sich einfach aus der Verantwortung stehlen. Ja, aber da muss man schon ein bisschen spitzer werden, finde ich. Das mit der, mit dem, dass man die Sachen vom Markt nehmen muss, war ja schon ein Ansatz. Gut, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei der Marktlösung kommt ja nicht viel bei raus. Also Herr, wie bitte? Haufen Probleme auch für Patienten. Nein, wir sind seit Ewigkeiten über diesen 2000 Krankenhäusern. Den richtigen Schritt kriegen wir nicht hin. Was wir haben, sind Scheinfusionen. Es wird zwischen 2 benachbarten kommunalen Trägern wird etwas fusioniert. Und im Endeffekt, wir müssen ja auch sehen, Krankenhäuser sind ja wie das andere ambulante System auch maßgeblich von Ärzten getrieben. Es sind ja Ärzte, die gerne diese Behandlungen machen wollen, weil sie das können, weil sie das wollen, weil sie damit verdienen. Und mit dem österreichischen System, ich selber kenne diesen Vortrag, der da gehalten worden ist, weil ein Kollege von mir da auch war und auch einen Vortrag gehalten hat, mit dem österreichischen System setzen wir uns schon seit Jahren auseinander und haben genau das festgestellt, was Sie beschrieben haben, dass es ein tolles System ist, was aber leider keine Effekte hat. Im Gegenteil, ich vergleiche immer Baden-Württemberg, ich war ewig in Tübingen, wohne da jetzt auch noch. Baden-Württemberg hat ungefähr die gleichen Einwohnerzahlen wie Österreich, aber deutlich weniger Krankenhäuser als Österreich. Und wenn man bedenkt, dass wir nicht so viele Berge haben, die zwischen den Krankenhäusern stehen, dann ist das eigentlich schade. Was die dort intellektuell geleistet haben in Wien, ist beeindruckend. Aber es ist politisch eben versandet. Und das Problem, mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen. Ich glaube eben, diese Schere, das wird nicht mehr ewig funktionieren. Das Mengenproblem werden wir nicht mehr ewig im Streite behandeln. Jetzt spreche ich nicht für die Deutsche Krankenhausgesellschaft, da sind wir eher isoliert mit unseren Hochleistungskrankenhäusern. Aber sagen wir mal, mit den Kassen bin ich schon der Auffassung, werden wir in 3-4 Jahren zu einer gemeinsamen Analyse und Sichtweise des Mengenproblems kommen. Aber dann kommen wir zu den entscheidenden 2 Fragen, unabhängig von dem Investitionsproblem. Wie kriegen wir diese Krankenhäuser vom Markt, damit wir vernünftige Angebote haben? Und wie wird differenziert nach Metropolen und nach ländlichen Regionen das Verhältnis stationär und ambulant bestimmt? Deshalb glaube ich auch, wir brauchen diese regionalen Planungsverbünde. Wir haben mal ausgerechnet, Deutschland ist ungefähr 800 Kilometer lang und 500 Kilometer breit. Wenn Sie das in so 50 mal 50 Kilometer Regionen aufteilen, ist das eine überschaubare Zahl. Und diese 50 mal 50 Kilometer Regionen, die sollte man eigentlich für die stationäre Planung, jetzt nicht für die ganze ambulante, sondern nur für die Tertiary Ambulatory Care, also die hochspezialisierte ambulante Versorgung, nicht für die Hausärzte und die Fachärzte. Und für die Reha-Plan. Gucken Sie sich doch mal unseren Reha-Bereich an. Was in Bayern und Baden-Württemberg ist, hat ja mit Vernunft nur begrenzt was zu tun. Die haben alle einen ganz drastischen Wandel in ihrem Leistungsspektrum hinter sich, sind aber noch nicht so verzahnt, dass wir zum Beispiel im Universitätsklinikum Tübingen jederzeit in der Lage sind, unsere Herz-, unsere Orthopädie-Patienten und unsere Transplantpatienten in hochqualifizierter und spezialisierter Reha anschlussbehandelt zu bekommen. Und ich meine, wenn man diese 3 Dinge in eine integrierte Planung führen würde, dann würde man schon einiges bewegen. Und es müsste etwas politikfern sein. Und das Schlimme ist, das müssen die Parteien ordnen. Die sind bei uns die Politikträger und die sind für mich derzeit die Enttäuschung. Herr Strehl, aber vielleicht eine Frage, Bemerkung dazu von,
von politischer Seite. Das österreichische Beispiel zeigt doch, dass man auch eine Planung noch so gut konzipieren kann. Dass es dann sozusagen irgendwann einen Punkt braucht, an dem ein Politiker oder mehrere Politiker bereit dafür sind, ihren Kopf dafür herzuhalten. Und das lässt sich also sozusagen, es braucht sozusagen eine entsprechende Einstellung auf Seiten der Politik dazu. Naja, vielleicht funktioniert an dieser oder jener Stelle auch etwas ohne Politik, wenn man zum Beispiel im gemeinsamen Bundesausschuss ein paar mehr Mindestmengen festlegt. Dann werden bestimmte auch qualitativ bedenkliche Produktionsmengen und damit auch Krankenhausstandorte oder Abteilungen zumindest nicht mehr weiter fortgeführt. Und ich fände es interessant, ob wir vielleicht im nächsten Jahr mal zu einem neuen Projekt kämen, was da heißt, ein Drittel weniger Transplantationsprogramme. Das können Sie nicht unbedingt in kommunalen Fragen lösen, sondern das ist eine Sache, die man bundesweit angehen muss, wo man bundesweit, Baden-Württemberg hat das mal im eigenen Land geschafft, viele andere haben es nicht geschafft. Und insofern ist das vielleicht mal ein Gebiet, was unabhängig von den vielen weiteren Komplikationen, die man durch ambulante Versorgung und so weiter hatten haben, was man gemeinsam angehen könnte. Ja, Herr Lieber, ich habe das in Baden-Württemberg maßgeblich mitbetrieben, dass wir das reduziert haben auf zwei Standorte. Ich habe auch persönlich die Erfahrung mit den Fusionen hier in Berlin, weil ich dort noch im Ministerium war. Und bei den Mindestmengen wissen Sie genau, wir sind einer Meinung, dass man die ganz anders gestalten muss. In der Deutschen Krankenhausgesellschaft, einer Denkmalschutzvereinigung aller Krankenhäuser, ist unser Verband, ich sitze da im Präsidium, das ist schmerzensgeldpflichtig. Wir sind in der absoluten Minderheit dort. Und insofern warte ich eigentlich nur darauf, wenn ich jetzt sehe, bei Mindestmengen, wir haben immer gesagt, so monokausal das zu machen, ist nicht der richtige Ansatz. Man muss auch gucken, wie kriege ich etwa in der Neonatologie 7 Tage, 24 Stunden Facharztstandard hin, dann brauche ich mindestens 7 Fachärzte. Und die kann ich nicht mit 18 Fällen pro Jahr auslasten, sondern dann komme ich auf 60 oder 70. Das heißt, da habe ich eine Mindestmenge, die nicht nur von der Qualität bestimmt wird, sondern auch von der Effizienz. Und jetzt lese ich am Wochenende in der Zeitung, Staatsanwaltschaft jagt die DRK in Krankenhäuser in Berlin, weil sie angeblich gegen die Mindestmengenregelung bei Frühchen verstoßen haben sollen. Also über diese Wege des deutschen Rechtssystems wird man die Gesundheitspolitik nicht dahin bringen, wo sie hin muss. Sondern für mich ist klar, die Selbstverwaltung kriegt es wegen des Widerstandes der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht gebacken im GBA. Wer ist also dran? Ich plädiere eindeutig dafür, der Selbstverwaltung einen Teil der ordnungspolitischen Aufgaben wieder wegzunehmen und sie der Politik zuzuweisen. Und dann die Politik aber auch zu fordern. Apropos Politik, Heiko Thomas hatte sich, glaube ich, gemeldet. Mikrofon kommt. Ja, vielen Dank, Heiko Thomas, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen hier im Abgeordnetenhaus von Berlin. Also insofern der oder einer von denen bin ich ganz allein hier, die heute natürlich wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht auch gescholten werden. Ich versuche aber mal sozusagen da anzufangen oder beziehungsweise ich nehme das jetzt mal auf, was Sie zum Schluss gesagt haben, ein bisschen wieder wegzunehmen vom GBA und zurück zur Politik. Da sehe ich auf Landesebene durchaus eine ganze Menge, also da kann ich mich durchaus drin wiederfinden. Ich versuche nämlich mal umgekehrt, ich habe mich an einer ganz anderen Stelle, da hat Nikolas dazu geredet. Ich glaube sozusagen, dass wir aber auch eins umgekehrt verstehen müssen oder vielleicht auch Sie. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so ganz einfach ist, in einem solchen System, was wir da organisiert haben, jemanden, der nicht Gesundheitspolitik macht, davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, überhaupt noch in Krankenhäuser zu investieren. Und zwar auf der Ebene sozusagen, weil sie nämlich nicht genau wissen, was damit passiert. Politik lebt auch davon, dass man das tatsächlich steuern kann und nicht nur einfach sozusagen am Ende des Jahres oder in Haushaltsberatungen einfach irgendeine Zahl irgendwo reinzuschreiben. Das ist in Zeiten knapper Kassen in Berlin sowieso, aber nicht nur in Berlin, halt einfach besonders begründungsbedürftig.
Und da ist es natürlich jetzt im Augenblick, wenn dann solche Sachen passieren, wie bei den Frühchen, Neonatologie haben Sie darauf hingewiesen, auch das, was tatsächlich am Wochenende passiert ist, dann kann man dann da reingehen und kann dann diskutieren mit denen. Aber wenn es dann wieder um die Haushaltsberatung geht und ich dann nicht sagen kann, Mensch, wir steuern damit aber auch und wir können damit tatsächlich auch was bewegen und damit machen wir auch ein Stück Politik, weil das ist halt eben sozusagen, dass wie Politik funktioniert. Man kann darüber lange diskutieren und hin und her, aber ohne das, dass es einen Unterschied gibt in der Frage, wenn ich meine Gießkanne aufmache, dann macht es einen Unterschied, ob jetzt hier ein CDU-Senator ist oder vielleicht eine grüne Senatorin ist. Da kriegen Sie gar keine Motivation mehr dafür hin und schon erst recht nicht sozusagen, wenn wir das selber machen, sozusagen in Zeiten von Knappheit. Und ich glaube sozusagen durchaus, und insofern, Sie haben vorhin Baden-Württemberg zitiert, dass da in dem Koalitionsverhandlung nichts drinsteht. Das stimmt, aber mittlerweile sind sie ja durchaus wesentliche Schritte weiter. Da passieren ja gerade auch ganz, wie ich finde, durchaus spannende Dinge, die jetzt wirklich auch anfangen, ganz gezielt, bewusst sich zu entscheiden, in welche Bereiche gebe ich denn das Geld. Was mir hier in Berlin immer wieder auffällt, ich selbst als Abgeordneter weiß in Wahrheit eigentlich nicht, warum jetzt dieses Krankenhaus in diesem Jahr den Notstromaggregat bekommt und im nächsten Jahr irgendwas anderes ist. Es hätte auch genauso umgekehrt sein können oder vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Das ist nach dem Motto, wer am lautesten schreit, wer am längsten irgendwie dabei gewesen ist, wer am längsten auf der Liste gewesen ist oder wer einfach sozusagen ein bisschen näher am Senator dran ist. So, glaube ich, kommen wir auch nicht weiter. Und das meine ich tatsächlich sehr selbstkritisch. Insofern würde mich jetzt durchaus auch noch mal ein bisschen interessieren, Sie haben es kurz angedeutet, was Sie für eine Vorstellung haben, da würde mich jetzt durchaus noch ein bisschen mehr interessieren, wie Sie denn die Krankenhausfinanzierung und Planung auf Landesebene sich vorstellen. Ich sage mal, wie Brandenburg es gemacht hat, muss ich sagen, kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Das ist auch eine Form der Steuerung. Wir machen so Pauschalen und dann führt es dazu, dass die Betten tatsächlich in bestimmten Bereichen hochgehen. Zufällig sind es die Bereiche, die halt eben besonders lukrativ sind für die Krankenhäuser. In anderen Bereichen fangen wir wirklich an, mittlerweile von Mangel zu sprechen. Das ist aus meiner Sicht nicht die Vorstellung. Also insofern muss man sich auch überlegen, welche Steuerungen, vielleicht können Sie da mir einfach auch noch mal ein bisschen mehr Ideen mit auf den Weg geben. Auch unter der Perspektive, es vielleicht für mich leichter zu machen, ist meinen Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus dann ein bisschen mehr Geld aus den Rippen zu nehmen. Ja, es scheint also sozusagen um den Gestaltungsanspruch von Landespolitik zu gehen, weil Krankenhäuser haben ja sozusagen nicht nur sehr viel mit Daseinsfürsorge, auch sehr viel mit Strukturpolitik, mit Beschäftigungspolitik und so weiter zu tun. Ja, was meinen Sie, was würden Sie darauf antworten? Ich glaube, es wird Ihnen nicht gelingen, Ihren Finanzminister zu überzeugen. Also es zahlt sich politisch einfach nicht aus, wenn man mehr Geld in Krankenhäuser geht, aus der Sicht der Politik jetzt einfach. Früher war das noch schön, da konnte man irgendwie in regelmäßigen Abständen neue Kinderstationen eröffnen oder selbst kam in die Presse mit guten Nachrichten, mit guten Investitionen. Dieses ist im Wesentlichen vorbei. Die Krankenhausträger entscheiden auch selber zum großen Teil, was sie mitmachen. Und das hat eben ganz unabhängig von der parteipolitischen Zugehörigkeit dazu geführt, dass alle Bundesländer ihre Mittel reduzieren haben und ungefähr nur noch die Hälfte dessen zahlen, was eigentlich notwendig wäre. So, da muss man irgendwann auch die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dann ist das so, dann überlassen wir diesen Bereich und er steuert sich ein wenig mehr selber. Sie müssen sich vielleicht überlegen, was Sie an Reststeuerungen sozusagen bei sich behalten, damit keine Unterversorgungssituation irgendwo entsteht. Aber Sie müssen auf der anderen Seite eben auch zulassen, dass Überversorgung von selber abgebaut werden. Ich kann Ihnen also keine starken Argumente dafür geben, dass Sie Ihren Finanzminister überzeugen werden. Es entwickelt sich zu einem immer mehr stärkeren überregionalen Markt und das muss nicht nur negative Entwicklungen für die Länder haben und für die Patienten erst recht nicht. Vorausgesetzt, sie schlagen bestimmte Flöcke ein, damit es zu einer gewissen Gleichmäßigkeit der Versorgung kommt. Darf ich nachfragen? Das heißt aber auch, die Länder sollen möglichst weiter finanzieren, aber ihren Gestaltungsanspruch da doch sozusagen ein Stück zurückfahren. Die werden ja nicht weiter finanzieren. Die Kurve geht ja runter. Ich habe eine Folie, die zeige ich irgendwie seit 8 Jahren, wo diese Linie fortgeführt ist und die endet im Jahre 2022. Dann sind sie bei Null. So. Und bisher ist sie über 5 Jahre funktionsfähig. Ich mache jeden Tag, jedes Jahr ein neues Jahr dazu und es funktioniert 100 pro.
Das heißt, es ist absehbar, dass sie im Jahr 2022 bei Null sind. So, dann muss man überlegen, wie machen wir dann noch die Mitbestimmung und die Regelung des Krankenhausmarktes, wenn die Länder effektiv an diesem Geschäft nicht mehr beteiligt sind. Es bleibt vielleicht noch ein kleiner Rest, dann nämlich, dann, wenn man das als sozusagen Kommunalinvestition, als versteckte Wirtschaftsstandortinvestition sieht. Da gibt es immer mal den Willen von Ländern, etwas zu tun, als Gesundheitsregion so und so EG-konform zu fördern und zu subventionieren. Das mag noch so ein Rest bleiben. Aber ansonsten wird es so sein, dass die gesamte Last bei den Krankenhäusern liegt. Und dann müssen wir uns gemeinsam neue Steuerungssachen überlegen. Ich habe schon gesagt, das muss etwas mehr über den Preis gehen. Und etwas natürlich auch in Richtung Gleichmäßigkeit der Versorgung, die garantiert bleiben muss. Gut, also in 9 Jahren hat sich das mit der dualen Krankenhausfinanzierung sowieso erledigt. Sie haben es aber wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also Herrn Thomas sagen, eine vielleicht von ihm auch als positive empfundene Antwort zu geben. Also komme ich gleich zu. Erstmal möchte ich sagen, das wird sich mit 9 Jahren in Sicherheit nicht erledigt haben. Es gibt einen ganz klugen Spruch von Niklas Luhmann: Was ist der Unterschied von biologischen und sozialen Systemen? Wer kennt die Antwort? Letzteren geht das Kriterium des Todes ab. So, wir kennen das aus dem Hochschulbereich, gewissen desorganisierten Sozialstrukturen und Organisationen, und das kenne ich auch aus dem Krankenhausbereich. So schnell stirbt es sich da nicht, als wenn es ein biologisches System wäre. Ich kann Ihnen mal Beispiele nennen, wie die Verhaltensweisen aussehen. Zum Beispiel völlig unsinnig in Stuttgart und Tübingen 2 Riesenpsychiatrien, Pädiatrien, mit etwa 40 Chefärzten. Wichtig wäre ein Zentrum in dieser Region, das sind genau 42 Kilometer Entfernung voneinander. Und das ist völlig klar, sofort kommen die Eltern an, die betroffenen Ärzte und dergleichen. Das hat bisher keiner gebacken bekommen. Was passiert mit den 7-8 Millionen chronischen Defizit, die die Pädiatrie im Katharinenhospital in Stuttgart jedes Jahr produziert? Die gleicht die reiche Kommune aus. Reutlingen, 12 Kilometer entfernt von Tübingen, ein großes Landkreiskrankenhaus mit 600 Betten, 8 Millionen Jahresverlust. Wer gleicht das aus? Die reiche Kommune. Da gibt es Metzingen, andere schwere Industrie. Die haben früher ihre Bürgersteige aus Marmorplatten gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so. Sindelfingen und Böblingen ganz genauso. Direkt nebeneinander, völlig unsinnig, 2 800-Betten-Krankenhäuser. Eins würde reichen. Und dann könnten die wieder ihre Bürgersteige aus Marmor machen. So decken sie jetzt Millionenverluste dieser Krankenhäuser. Das heißt also, die Verlaufsform dieser ökonomischen Krise der Krankenhäuser wird etwas anders sein als die einer Bereinigung durch Markt oder einer Gestaltung durch Planung. Zu Ihrer Frage: In Berlin bis 1993 war ich hier 25 Jahre, habe 15 Jahre beim Senat gearbeitet, war Unterabteilungsleiter im Wissenschaftsministerium und habe zusammen mit einem CDU-Staatssekretär dieses Fusionsprojekt Rudolf-Virchow-Krankenhaus und Charlottenburg gemacht. Da ging es hoch und runter, aber am Ende haben damals selbst grüne Politiker, ich weiß gar nicht, ob sie damals auch schon Grüne hießen, wie Bernd Köppel, diese Politik mitgetragen, weil Berlin nach der Wende eine immense Überversorgung hatte von Krankenhäusern im Ostteil und im Westteil. Beides waren künstliche Hybride, die hochgezüchtet waren, jeweils in ihrer exponierten staatlichen Stellung. Darunter leidet die Krankenhausplanung noch heute in Berlin. Man hat vieles geschafft, aber eigentlich noch nicht so viel, wie erforderlich wäre. München genau das Gleiche. Gucken Sie sich an, Kiel und Lübeck, das sind alles überversorgte Gebiete in dem Sinne, wie Herr Leber das beschrieben hat. Und das finde ich zum Beispiel im grünen Programm in Baden-Württemberg gut. Da wird gesagt, wir brauchen weniger Hochleistungsmedizin. Wir müssen die Planung erstmal ansiedeln auf der Basis von Regel- und Grundversorgung. Und dann gucken, was brauchen wir für die Spitzenmedizin an Ergänzungen in der Region.
Wenn Sie das hinkriegen, dann sind Sie wirklich gut dort. Obwohl Sie für die Investitionen, wie ich vorgelesen habe, aus meiner Sicht das falsche Konzept haben. Aber wenn Sie dann mal Erfolge haben, lernen vielleicht andere davon, dass es so geht. Ich glaube auch, Sie werden mit dem Ansatz, ob Sie dort ein Notstromaggregat oder dort eine Küche finanzieren, nicht weit kommen. Das Entscheidende ist die Krankenhausplanung. Und da glaube ich eben, müssen Sie in diesem Fall hier den CDU-Senator doch schon zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen und zu fragen, ob diese Zahl von Krankenhäusern in Berlin richtig ist. Auch die Dosierung in den einzelnen Bezirken. Nehmen Sie nur mal 4 Quadranten, Nordost, Nordwest, Südost und Südwest und gucken sich das an. Selbst das ist in Berlin nicht vernünftig und gleichmäßig verteilt. So, und wenn Sie diese Bereinigung hinbekommen, dann haben Sie es auch einfacher mit den Investitionen. Wobei ich eben glaube, die Frage der konkreten Investitionen gehört in die Hände des Managements. Denen müssen Sie sozusagen Abschreibungsquoten geben als Geld, damit die das vernünftig in Konkordanz mit ihrer Planung machen. Aber die Frage, ob nun erst ein Notstromaggregat oder 10 Körbe und Elektrokästen für Frühchenversorgung, das ist, glaube ich, wirklich was, was nicht im Abgeordnetenhaus von Berlin entschieden werden sollte. Ja, vielleicht noch eine kleine Warnung an die grüne Seele. Und zwar, sie liebt ja das Kommunale und das Miteinander sprechen, aber das Kuschelige vielleicht, ja. Aber manchmal entstehen dann woanders Entwicklungen, die sozusagen sehr viel bedeutender und rasanter ist. Also das Letzte, wo man das erleben konnte, war zum Beispiel der Organspendeausweis. Da ist das Projekt da, dass dieses von einer lesbaren Karte auf eine EG-Karte kommen soll. Und das Hauptproblem der Grünen war, dass die Kassenmitarbeiter diese Karte nicht lesen können. So, was passiert? Seit letzter Woche ist das alles in Facebook nachlesbar, was die Leute an Organspenden machen. Das heißt, auf einmal geht wo ganz anders die Post ab. So, und wir diskutieren bei Krankenhaus zum Beispiel im Augenblick über Kommunalpolitik. Vielleicht ist die entscheidende Frage im Augenblick, was zwischen Fresenius und Rhön passiert, also im Kartellrecht und an ganz anderer Strecke. Das heißt, ja, der erste Versuch hat nicht funktioniert, das werden wir noch bitte bezahlen müssen, aber trotzdem die entscheidenden Vorgänge, wie Krankenhauslandschaft gestaltet wird, finden dann vielleicht gar nicht mehr in der Kommune statt, sondern sind eher kartellrechtlicher Natur, wo sich Konzerne darüber Gedanken machen. So. Und das ist meine Empfehlung einfach, nicht nur sozusagen kommunal zu denken, sondern auch noch gucken, ob vielleicht woanders die Post abgeht. Da kann ich nur kritisch vorwarnen. Ich war beim Kartellamt in der Region von Altstadt südlich von Tübingen und kann nur sagen, sowas Inkompetentes und Ignorantes in Bezug auf diese Thematik habe ich in meinem Leben. Die üben noch. Gut. Ja, ich sehe, das ist eine Wortmeldung. Ist es nicht wichtig bei der Krankenhausplanung und überhaupt bei dem Krankenhaus, welche Kapazitäten in dem Krankenhaus, in den Abteilungen arbeiten? Ob es gute Professoren sind, ärztlicher Seite, gute Chirurgen? Ich meine, darauf achten doch auch die Kunden, sprich Patienten drauf. Die Patienten werden doch bestimmt nur in ein gutes Krankenhaus gehen, wo es gute Kapazitäten und Professoren gibt. Das sollte man doch bitte bei der zukünftigen Planung und auch hier in Berlin darauf achten. Ich möchte im Prinzip es noch mal ein bisschen zuspitzen, weil das betriebswirtschaftliche Denken in dieser Veranstaltung treibt mich doch nochmal, den Menschen anzusprechen. Also wenn Sie das Wettbewerbsmodell als gesetzliche Krankenversicherung für gut befinden, um eine Marktbereinigung hinzukriegen, dann stellt sich ja doch die Frage, ob das nicht ein Wildwuchs ist, der dann so stattfindet, wie jetzt in der Vergangenheit schon,
dass im Prinzip der Markt bereinigt wird zulasten der kommunalen Krankenhäuser, zulasten der freien gemeinnützigen Krankenhäuser und die Marktanteilsgewinne bei den privaten Krankenhäusern stattfinden. Und dann stellt sich doch die Frage, welches Menschenbild gegenüber den Beschäftigten findet da einen Zuwachs, welches Menschenbild gegenüber den Patienten gewinnt da einen Zuwachs. Und das steht überhaupt nicht in der Debatte hier. Das heißt also, der Patient, der sich nach einer sehr guten Versorgung streckt und im Prinzip das Auswahlproblem auch hat, dass er eine gute Versorgung findet, bekommt eventuell im Krankenhaussystem heute noch eine Leistung über Anreize geboten zu einer Operation, die vielleicht sogar überflüssig ist, und stellt man erst hinterher fest vielleicht, ob sie notwendig war oder nicht. Und plötzlich ist er mit sich allein gelassen, weil diese Handlung schon vollzogen ist. Und dieses ganze Bild ist überhaupt nicht Teil dieser Debatte gewesen. Und das finde ich eher erschreckend. Naja, ein bisschen vorsichtig. Haben die Kommunalen ein völlig anderes Menschenbild in ihrem Handeln als die Privaten? Wir als Krankenversicherung, wir kaufen sozusagen Leistungen. Wir sind relativ neutral, was die Trägerfrage angeht. Wenn jemand das als Privater qualitativ besser macht, dann ist mir egal, ob Sie jetzt sagen würden, der hat das falsche Menschenbild, sondern die Frage ist für mich, ob der die Leute besser behandelt. So, und gucken Sie sich mal die Qualitätssicherung an. Welche Krankenhäuser haben als erstes denn ihre Qualitätsdaten veröffentlicht? Waren nicht die kommunalen, sondern das waren die privaten. Natürlich auch, weil sie angeschossen wurden, sie würden in der Qualität runtergehen. Aber sie haben als erste Qualitätsnachweise gemacht und dadurch haben wir die ganze Sache hinterher im gemeinsamen Bundesausschuss vorantreiben können. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwie die Verteilung von guten Professoren irgendwie planen kann, sondern das Entscheidende ist, dass Patienten heute selber wählen, dass wir Qualitätsinformationen im Internet haben, dass sie aussuchen können zwischen verschiedenen Krankenhäusern. Da steuert kein Kommunalpolitiker mehr, sondern da steuern Patienten sich selber oder einweisende Ärzte. Das ist eine ganz andere Systematik, wenn Patienten selber ihre Entscheidung über das richtige Krankenhaus in die Hand nehmen und wenn sie vorher sozusagen durch Qualitätsinformationen darüber informiert werden. Und insofern sehe ich das als sehr viel stärker als eine autonome Entscheidung des Versicherten und wehre mich deshalb gegen so etwas, dass wir einen neuen Planungsmechanismus in großem Stil aufbauen. Wenn die Patienten massenhaft ein Krankenhaus verlassen und in ein anderes gehen, dann passiert auch diese Marktbereinigung, aber es hat sehr viel mit Autonomie des Versicherten und mit einem frei bestimmten Menschenbild zu tun. Entschuldigung, darf ich direkt dazu was sagen, zu dem Beitrag von Herrn Leber? Muss ich leider widersprechen, mein Name ist Joachim Bode aus Berlin. Ich habe keine Lösung und ich denke, es ist auch jetzt vorhin gesagt worden, Private sind nicht automatisch besser, aber auch nicht schlechter. Dem würde ich so erstmal cum grano salis auch zustimmen, obwohl die Beispiele aus dem universitären Bereich sind nicht gerade sehr vorzeigbar. Ich habe Beispiel vor Augen in Berlin, wo die Verwaltungsleitung auf den ärztlichen Leiter einer Abteilung im privaten Bereich massiven Druck ausübt, dass er alle Patienten aus seinem Einflussbereich der Niedergelassenen mit dem und dem Krankheitsbild, wie auch immer, schaffen soll, zu sich auf die Abteilung zu kriegen. Das müssen sie durchkriegen, sonst kriegen sie Probleme mit ihrem Vertrag. Noch spezieller, das wirkt jetzt ein bisschen herbeigezogen, aber es ist es nicht. Es ist ein strukturelles Problem, was Sie vielleicht von Verwaltungs- oder von der ökonomischen Seite her gar nicht mitbekommen, weil wir das als Ärzte ganz anders sehen. Es steht zum Beispiel bei jemandem mit einem Hirntumor, mit einer extrem schwierigen Lokalisation, die Frage an, wo die neurochirurgische Intervention erfolgen soll. Da gibt es ein, zwei Adressen, die bei speziellen Lokalisationen in Deutschland als Anlaufadresse in Frage kommen. In diesem Fall, was ich jetzt auch belegen kann, von einer privaten Klinik hier in den Bereich Berlin, wurde klar gesagt, das interessiert uns gar nicht, der kommt dorthin, wo wir operieren, von unserem Betrieb sowieso. Ja? Und da könnte ich den ganzen Abend weitererzählen. Wir sind an einem Prozess der strukturellen Veränderung zu Lasten des Patienten. Und die Frage, die wir hier auch zu kurz gekommen ist heute Abend, ist, das cui bono,
ist mir viel zu wenig deutlich geworden. Wir verlieren die gemeinsame Linie der Diskussion, wenn wir nicht sehen, dass es wirklich zentral nur um den Patienten geht. Das ist kein Kuscheln oder das ist keine Schönrednerei, sondern wenn es darum geht, dass der Fortschritt darin besteht, dass nur der Konzern dann wieder mit neuen neurochirurgischen Fällen beliefert wird, egal was dann mit dem Patienten passiert, dann ist es ein qualitativer Verlust und Einbruch und kein Gewinn. Dankeschön. Herr Strehe, also glauben Sie, dass es in den letzten Jahren, wenn wir zuspitzen, einen Verlust an Behandlungsqualität gegeben hat in unseren Krankenhäusern? Es hat beides gegeben. Es hat eine Steigerung an Behandlungsqualität gegeben, weil die Medizin besser geworden ist. Und wenn man gute Ärzte hatte, ist diese bessere Medizin auch beim Patienten angekommen. Ich habe ja eingangs gesagt, man kann das Ganze betrachten aus der Sicht der Mitarbeiter oder der Patienten. Ich würde das jetzt mal aus ökonomischer Sicht machen. Herr Sellin, meine Erfahrung in über 30 Jahren in diesem Gewerbe ist die, gute oder schlechte Patientenversorgung hat relativ wenig mit den Trägern zu tun. Ich habe es erlebt im Bereich der Universitätsmedizin, Chirurgen, wo ich, sagen wir mal, Hund und Katze fernhalten würde. Und ich habe Chirurgen erlebt, auch persönlich an mir selber, wo ich sagen würde, das ist unfassbar gut, was die machen. Und natürlich würde ich jetzt als Tübinger sagen, wenn Sie Neurochirurg sind, nur zu Herrn Tatajiba nach Tübingen. Dort haben wir zum Beispiel so einen Wechsel. Das kann man richtig sehen und benennen. Der Neurochirurg, der vorher da war, hat bei Tumoren oder Geschwulsten erst mal aufgemacht, dann diagnostiziert, um nach der Diagnose zu sagen, er hat erst mal Raum geschaffen, er macht einen zweiten Eingriff, was da passiert. Jetzt haben wir einen, wo aus ganz Europa, aus der ganzen Welt Leute kommen, um sich von dem behandeln zu lassen. Der sollte ja an die Charité berufen werden. Aufgrund meiner Berliner Kenntnisse konnte ich ihm in Tübingen klar machen, dass es besser ist, wenn er da bleibt. Und ich glaube, er ist ganz zufrieden mit diesem Ratschlag gewesen. Also ich würde mal sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, das habe ich auch erlebt. Ich habe gerade im Bereich der onkologischen Versorgung erlebt, wie eben Urologen erstmal behandelt haben oder HNO-Ärzte behandelt haben, obwohl die Frage erst chirurgisch, erst Strahlentherapie oder erst internistische Behandlung eigentlich heute nach den Leitlinien in einem Konsil geklärt werden muss. Und nicht, dass wenn jemand in der Urologie landet, der sagt, das ist ein Privatpatient, der wird jetzt erstmal durch mich operiert. Und ich meine eben, man muss sehr wachsam sich das überall angucken. Was Sie beschrieben haben, passiert. Das passiert aber auch in Universitätsklinika oder kommunalen Häusern. Dass da gesagt wird, es wird etwas gemacht, was eigentlich woanders hin überwiesen werden muss. Da ist die innere Ordnung der Fachdisziplinen bei den Medizinern, finde ich, noch nicht so entwickelt, dass diese Haltung, ich bin Arzt, ich bin Koryphäe, ich kann alles, ich mache alles, auch irgendwie mal so relativiert wird, dass gesagt wird, für dieses Spezialproblem gibt es aber einen, der da und da ist, der ist der Erfahrenere. Wir haben das erlebt in New York am Sloan Kettering Hospital, wo Leute nur bestimmte Krebsarten operieren, mit sensationellen Qualitätsergebnissen. Die sagen dann aber auch, sie machen 2 Tage Forschung, sie operieren nur 2 Tage und an diesen 2 Tagen machen sie nur diese 2 Indikationen, für die sie spezialisiert sind. Das ist heute noch sehr selten. Wenn Sie einen Neurochirurgen haben oder einen Viszeralchirurgen, der macht die ganze Breite. Und diese Spezialisierung in der Medizin, die wird, glaube ich, noch kommen. Und dann wird mit dieser Spezialisierung auch ein Teil dessen kommen, was Herr Leber gesagt hat, dass dann ein Haus eben nicht für jede Indikation mehr die Anlaufadresse ist. Und das muss man auch gucken, wie das passiert. Derzeit passiert das eigentlich noch zu langsam. Stimmt, aber nur zum Teil, weil die privaten Träger zunehmend immanent strukturell es gar nicht mehr zulassen, dass ich den Patienten nach Tübingen zu besagtem Kollegen schicken kann. Das ist das Problem. Das habe ich nicht einem Universitätsklinikum gehabt, wo ich 10 Jahre war hier in Berlin. Nein, ich,
kenne ja solche Beschreibungen und will denen auch nicht widersprechen. Ich will nur sagen, ich habe es auch woanders erlebt. Okay. Und das ist in beiden Fällen nicht gut. Ja, gibt es weitere Beiträge? Ja, Hauschild, das Institut für Recht und Gesellschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, dort assoziiertes Mitglied. Herr Dr. Weber, als Volkswirtschaftler müsste Ihnen doch auch das Phänomen der Informationsasymmetrien bekannt sein. Und ich bin ehrenamtlich sozusagen auch im Bereich der Beratung eines Selbsthilfeverbandes für Krebserkrankte tätig und kann halt gerade nicht erkennen, dass sozusagen der Patient heutzutage selbstbestimmt entscheiden kann, wo er optimal die Behandlung erfährt. Ja, also dieses Konstrukt des selbstbestimmten Patienten ist ein ganz tolles Leitbild, auch praktisch verfassungsrechtlich ja hoch interessant. Ja, aber faktisch kann ich dem nur entgegenhalten, dass das wohl noch mindestens 20 Jahre halt dauern würde. Ja, dann bin ich doch sehr, sehr irritiert, dass Sie das hier so in diesem Plenum so darlegen. Das wäre ja noch ein überschaubarer Zeitraum. Also, gucken Sie mal, was Sie vor 10 Jahren wussten. In der extrem asymmetrisch ist die gesamte Konstellation, wenn Sie einen Patienten haben und auf der anderen Seite einen Arzt, der Bescheid weiß über Ihre Krankheit mehr als Sie. Dann kommen Sie überhaupt nicht weiter. Heute haben wir Qualitätsinformationen und ich bin leidenschaftlicher Verfechter von Qualitätsmessungen in den Krankenhäusern. Wir haben daraus abgeleitet die Qualitätsberichte, die Ihnen erlauben, nachzugucken, wen kann ich denn noch fragen? Sie müssen nicht immer selber fragen. Sie können zum Beispiel sich an Ihre Selbsthilfegruppe wenden. Sie können sich an Ihre Verwandten und andere wenden. Also es ist ja nicht nur der einzelne Patient, es ist immer sein ganzes Umfeld, was diese netzbasierte Information inzwischen nutzt, damit sozusagen etwas wie ein wenig Abbau von Asymmetrie entsteht. Der Patient ist immer in der schlechteren Lage, weil er sozusagen auch gerade sozusagen im falschen Moment erwischt wird, weil er abhängig ist in der Arzt-Patienten-Konstellation. Aber wir haben immer mehr eine Landschaft, die ihn in der Lage versetzt, Entscheidungen zu fällen. Früher gab es das nicht. Zum Beispiel in der Psychiatrie gibt es keine einzige Information, wo welche Therapie gemacht wird oder welche Leistung in welcher Psychiatrie gemacht wird. Aber in anderen Bereichen haben Sie inzwischen die Qualitätsberichte und Sie haben die unterstützenden Selbsthilfegruppen und andere. Und so langsam funktioniert es. Langsam. Aber darauf, an dieser Strecke müssen wir weiterarbeiten. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Zum Schluss kam noch mal die Frage, cui bono, vielleicht noch mal die Reklamation, das muss jetzt auch mal ein bisschen stärker aus der Patientenperspektive betrachtet werden. Ich denke, das bleibt eine Daueraufgabe. Also wie organisieren wir auch ein Gesundheitswesen, das sozusagen stärker aus der Patientenperspektive heraus die Probleme wahrnimmt und bearbeitet. Wir haben heute eine ganze Menge Themen behandelt in dieser Diskussion. Ich fand bemerkenswert, dass es an etlichen Punkten durchaus Übereinstimmung zwischen Ihnen gab. Deutliche Unterschiede etwa bei der Frage, wie weit dann da sozusagen selbsttragenden Prozess im Krankenhausbereich hat, inwieweit man stärker sozusagen auf Planung und öffentliche Steuerung setzt. Das ist keineswegs immer so kontrovers gewesen, wie ich das ursprünglich vermutet hatte. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen, für Ihre Bereitschaft, hier mit uns zu diskutieren. Ich freue mich, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.